Ich meine, nochmal, bei allem Respekt vor der Ukraine, vor allem Respekt vor dem Freiheitswillen der Menschen dort, alles willkommen. Aber es ist immer noch nicht mein Krieg und nicht unser Krieg. Das ist nicht der Krieg Deutschlands. Die Ukraine ist weder in der Europäischen Union noch in der NATO. Es gibt keine Beistandsverpflichtung, nichts. Im Gegenteil, man kann über ganz, ganz viele Themen sprechen, wie sich die Situation entwickelt hat. Aber es ist nicht unser Krieg. Punkt. Dass wir deshalb unser Land mit Absicht und Vollgas an die Wand fahren, um für ein anderes, drittes Land, mit dem wir eigentlich sonst nicht viel zu tun haben, keine Verpflichtungen, Verbindungen haben, Verbindungen, Verbündnisse haben, uns an die Wand fahren, und zwar auf unabsehbare Zeit unser Land praktisch ruinieren, aus Solidarität, vor allem ohne dabei ein Ziel erreichen zu können, weil Russland interessiert sich gar nicht. Auf Russland hat es doch gar keinen Einfluss, gar keinen Impact. Im Gegenteil, das, was hier passiert, wird immer schlimmer für die Bevölkerung in Ukraine werden. Das ist ja nie, wird ja nicht besser, das ist ja keine Friedenssituation zu erreichen, sondern mit jeder Unterstützung, die kommt, werden die natürlich motiviert, noch länger durchzuhalten. Aber am Ende haben sie gegen den Russen keine Chance, sondern reiben sich auf. Immer mehr Blutzoll, immer mehr Vernichtungen. Ja, und irgendwo anders aus der Welt schaut man sich das an und sagt, lass die sich doch gegenseitig aufreiben, lass die sich doch gegenseitig aufreiben. Die einen reiben die Russen ab und die haben entsprechend hohe Verluste und was interessiert uns, was in der Ukraine passiert, mag man sich in anderen Teilen der Welt denken. Ne? Also das heißt, das, was wir tun, hat ja nicht mal Erfolg. Wir fahren uns voll gegen die Wand aus Solidarität und in jedem anderen Land würde man, wenn es heißt, eure Preise explodieren, eure Wirtschaft geht den Bach runter, ihr werdet nicht genug in den Läden finden von dem, was ihr braucht. Ihr wisst nicht, ob ihr überhaupt demnächst die Heizung noch anschmeißen könnt. Das haben wir jetzt politisch mal so entschieden, aus welchen Gründen auch immer. Da würden die Leute, die Politiker aus den Rathäusern ziehen. Was machen wir? Wir haben es geschafft, dass wir dafür auf der Straße stehen und klatschen. Ja, bitte macht das. Bitte ruiniert unser Land. Bitte lasst mich frieren. Bitte, 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 bitte. Meine Damen und Herren, das ist der eigentliche Geniestreich, der hier gelungen ist, dass die Bevölkerung das auch noch fordert. Bitte fahrt uns an die Wand. Das finde ich beeindruckend. Also muss man erstmal hinkriegen. Chapeau, kann man da nur sagen.